In dem neuen Stück, das jetzt heißt Petticoat und Rock'n'Roll, weil das Stück, das ich dann geschrieben habe, das dreht sich eben mehr um die Erfindung, in Anführungsstrichen Erfindung des Petticoats oder die Einführung hier in Magdeburg. Die Kalihalde in Zielitz ist seit dem 24. Juni Schauplatz für die Kilimandscharo-Festspiele. Das Holzhaustheater eröffnete diese mit dem Stück Petticoat und Rock'n'Roll. Das Kaliwerk Zielitz bietet den Schauspielern seit Jahren diese besondere Bühne an. Wir unterstützen das gerne. Es ist ein regionales Highlight, eine Touristenattraktion. Und wenn wir was für die Region tun können, als Partner der Region, dass das Kaliwerk ist, tun wir das gerne. Zum ersten Mal seit 2019 war nun wieder eine Vorstellung mit voller Kapazität möglich. Einmal ist es ausgefallen wegen Corona. Im letzten Jahr durften wir nur 100 Besucher pro Vorstellung einlassen. Das war schade, weil draußen, tja, aber das wurde von anderer Seite so bestimmt und da können wir nichts machen. Ja? Und in diesem Jahr ist aber wieder alles wie immer, wieder 300 Besucher und mehr. Und vorhin habe ich gerade gesehen, dass wir schon die 2000er Marke für Vorverkauf nur für Petticoat und Rock'n'Roll schon geknackt haben heute. Die Schauspieler freuen sich, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich bin trotz 14 Jahren und vielen Inszenierungen jetzt, bin ich immer noch aufgeregt und habe Lampenfieber, dass heute alles klappt. Und ich glaube auch, dass das nicht von Vorstellung zu Vorstellung weniger wird, sondern das wird vor jeder Vorstellung so sein. Und das gehört auch dazu und macht das Theaterspielen ja auch irgendwie ein bisschen aus, dass man sich Mühe gibt, dass man Spielfreude hat, dass man aufgeregt ist. Das ist einfach ein großer Teil. Auch für eine schlechte Wetterlage ist vorgesorgt. Die Wetterungsbedingungen muss man schon beachten. Es kann hier oben windig sein. Das ist halt eine Höhe hier, wo der Wind mehr reingreift als auf normaler Höhe. Bei schlechtem Wetter würden wir in den Bergmannssaal ausweichen. Da ist das Bühnenbild nochmal als Ausweichposition da. Könnten wir ins Kaliwerk umziehen, sozusagen kurzfristig auch. Weitere Vorstellungen sind an den ersten beiden Juliwochenenden geplant.